Helfen ohne Grenzen deutsche Ärzte weltweit im Einsatz. Das ist jetzt unser Thema hier bei Phoenix. Und wir schauen jetzt in eine ganz andere Region der Erde, nämlich in eine Region, die im vergangenen Jahr große Schlagzeilen gemacht hat, Nordafrika, wo die Bürger im arabischen Frühling Diktatoren gestürzt haben und jetzt eine neue Gesellschaftsordnung aufbauen wollen. Eine sehr große Aufgabe, zu der natürlich auch die medizinische Versorgung gehört, vor allem, wenn es um die Kleinsten und Schwächsten geht, Kinder, die mit Herzfehlern geboren werden. Nur wie kann man hier helfen, wenn es sowohl an der technischen Ausstattung und auch am medizinischen Wissen darüber fehlt? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit meinen Gästen. Professor Konrad Brockmeier ist hier von der Kinderkardiologie der Universität Köln. Herzlich willkommen. Und Daniel Bettin ist Student der medizinischen Fakultät in Köln. Herzlich willkommen. Herr Professor Brockmeier, Sie haben ein Projekt am Laufen zwischen der Universität Sousse in Tunesien und der Kinderkardiologie hier in Köln. Erklären Sie uns, wir werden gleich darüber sprechen, was genau Sie da machen. Wir werden gleich noch mal etwas genauer über den arabischen Frühling, nämlich ein bisschen den Hintergrund erfahren. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Seit 2008 läuft ja das Projekt, das Sie betreuen, seit dem arabischen Frühling, seitdem er begonnen hat. Wie haben Sie die Zeit jetzt erlebt? Also die Lebensfreude ist immer die gleiche geblieben. Die Tunesier, wie wir sie kennengelernt haben, sind ausgesprochen lebensbejahende Menschen. Und das, was jetzt neu dazu gekommen ist, ist einfach diese Aufmüpfigkeit der jungen Leute, dieses Fröhliche, dieses Motivierte, dieses Hoffnungsfrohe, aber gleichzeitig sich nicht mehr in irgendwelche Kartons packen zu lassen. Das war jetzt eigentlich das Neue für uns, was uns auch unglaublich viel Freude gemacht hat und uns noch eine zusätzliche Motivation gibt, da reinzugehen. Sie waren beide im September in Tunesien gewesen und Sie haben dort auch sehr viel Kontakt zu anderen Studierenden dort gehabt in Sousse. Wie haben Sie das Gespräch, den Austausch mit den Studenten dort erlebt? Ja, sehr positiv, einfach sehr aufgeschlossene junge Menschen und einfach mittlerweile gibt es eigentlich die Unterschiede nicht mehr zwischen jungen Menschen auf der Welt. Also das wollten die von Ihnen so wissen? Ja, man rutscht natürlich aus der politischen Situation. Wir waren zwei Wochen vor der Wahl da, einfach ganz natürlich in diese Thematik rein. Einfach wie wir damit umgehen, immer schon zu wählen oder immer die Möglichkeit haben zu wählen und was das auch für die jungen Menschen dort bedeutet. Was das für eine Verantwortung ist und auch was die Ängste so sind und die möglichen Perspektiven für die Zukunft. Und gab es viele Fragen? Ja, wir sind, eigentlich sollten wir über unseren Studiengang reden und wir sind einfach so schnell in diese politische Thematik gerutscht und sind, glaube ich, über anderthalb Stunden über die Zeit noch am Ende rübergegangen, weil wir so viel zu besprechen hatten. Sie haben im September zum Beispiel dort gearbeitet an einer Summer School, wo es vor allen Dingen darum geht, Kindern, die mit Herzfehlern auf die Welt kommen, in Zukunft bessere Hilfe leisten zu können. Ich habe gelesen, Zahlen, ein Kind von 100 kommt mit einem Herzfehler auf die Welt. Das wird in Tunesien wahrscheinlich nicht anders sein. Aber wie sind die Überlebenschancen beispielsweise in Tunesien? Also es gibt da leider keine genauen Zahlen, wie viele tatsächlich dort erkannt werden und dann entsprechend auch behandelt werden können. Arten von Registry, also Aufzeichnungen, müssten dort auch noch etabliert werden. Das ist eine Zukunftsaufgabe. Wir wissen, dass wir eine Reihe von Patienten vorgestellt bekommen haben, die dort typischerweise am offenen Herzen operiert werden, bei denen wir bei uns inzwischen mit einfacheren, minimalinvasiveren Methoden den gleichen Effekt für die Kinder und für deren Lebensqualität anbieten können. Aber Ihrer Erfahrung nach sind die Überlebenschancen in Tunesien für ein Kind wesentlich schlechter, als dass es in Deutschland der Fall ist. Woran liegt das genau? Also zum einen ist es so, es gibt keinen etablierten Plan für die Ausbildung von Spezialisten, die aus der Kinderheilkunde heraus sich um Herzfehler kümmern. Die dortige Versorgung läuft überwiegend über die Internisten. Das ist irgendwie funktional, aber entspricht nicht den heutigen Standards, die weltweit in den industrialisierten Ländern etabliert sind. Und wir glauben, dass wir dort gezielt einsteigen müssen, die Ausbildung zu unterstützen, unser Know-how einzubringen und denen anzubieten, was wir können, damit die aussuchen können, was sie brauchen. Die Ausbildung ist eine Facette, aber wenn Sie vor Ort sind, Sie arbeiten mit der Universität Sousse in Tunesien zusammen, also die Uniklinik in Köln mit der in Sousse. Was genau tun Sie da? Bilden Sie nur aus oder helfen Sie dort auch Kindern, die konkret eine Krankheit haben, einen Herzfehler haben und beheben Sie dort diesen Fehler? Also im Prinzip läuft beides parallel. Die unmittelbare Hilfe ist natürlich etwas, was einem als Arzt so nahe geht, dass man sagt, da müsste man noch viel mehr machen. Die Realität sieht aber so aus, dass man eigentlich dort die Hilfe zur Selbsthilfe anbieten muss. Wir müssen denen unsere
Hilfe anbieten können, unser Know-how. Und wir sollten sie dann in die Lage versetzen, dass sie die Probleme, die sie haben, eben selber lösen können. Mhm. Und das auf richtig kompetitiv hohem Niveau. Und das machen sie auch. Und wir haben von diesem Aufenthalt, den sie zuletzt in Tunesien gehabt haben, einen kleinen Eindruck hier, den wir Ihnen auch zeigen können. Hier zeigen Sie beispielsweise an einem Ultraschallgerät Ihre Arbeit. Können Sie ein bisschen erklären, was wir da sehen? Also das war jetzt diese Ausbildungssituation. Wir haben dort interessierte Mediziner, die in diesem Bereich gerne weitere Kenntnisse erarbeiten wollen. Und wir zeigen den gerade an einem Ultraschallgerät, den Herzfehler dieses Babys, was dort auf dem Bild zu sehen ist, und erklären das Hauptproblem und diskutieren Lösungsansätze. Das heißt, wir versuchen, die mit einzubringen in die Diskussion und zeigen zum einen auch, wie wir hier in Köln beispielsweise diese Probleme lösen würden und erfahren von denen, wie sie traditionell an solche Probleme herangegangen sind. Und dieses konkrete, da im Film gezeigte Kind hat tatsächlich einen solchen minimalinvasiven Eingriff gerade hinter sich. Und die Mutter lächelt und freut sich, dass das alles gut gelungen ist und dass das Kind eben nicht operiert werden musste, sondern mit so einer einfachen Methode. Das muss man vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen erklären. Also Herzfehler kann man eben operativ, chirurgisch beheben, indem man tatsächlich den Körper aufschneidet, eine aufwendige Operation betreibt. Aber man kann es eben auch minimalinvasiv, wie es heißt, machen, nämlich durch einen Katheter, der an einer Stelle eingeführt wird und auch mit kleinsten Verletzungen quasi das große Problem eigentlich beheben kann. Herr Bettin, Sie waren in dem Krankenhaus in Sousse, aber Sie arbeiten auch im Kölner Universitätsklinikum. Wie unterscheiden sich diese beiden Krankenhäuser Ihrem Erleben nach? Ja, was auffällt ist, gerade wenn man in die Ambulanzen geht, ist einfach ein viel größerer Ansturm an Menschen pro Arzt. Also ich glaube, da wird viel ausgeglichen mit einem unglaublichen Engagement, das diese Ärzte mitbringen. Und das haben beispielsweise auch die Kollegen aus Ägypten, die uns hier besucht haben, auch erzählt. Also es ist einfach sehr viel Herzblut damit reinfließt in die Versorgung. Und wenn Sie die technische Ausstattung beispielsweise sehen, an so einem Operationssaal? Ja, da gibt es natürlich Abstriche. Also im Vergleich gibt es natürlich... Was hat Sie da so am meisten beeindruckt? Einfach die allgemeine Versorgung, also die Flure, die Menschen, die Fülle an Menschen, die da rumsitzt. Und es ist einfach der allgemeine Einblick, den man sieht, oder der Gesamteindruck, den man da vermittelt kriegt. Und die technische Ausstattung ist wahrscheinlich auch ein bisschen natürlich hinter der, die wir jetzt hier in Deutschland vielleicht gewohnt sind. Das macht wahrscheinlich, Herr Professor Brockmeier, auch diese chirurgischen Eingriffe so gefährlich. Man muss noch mal deutlich unterscheiden. Wir haben sicherlich eine Ausstattung, die ausreichend ist. Und wenn man den Standard in Tunesien, wenn man den Vergleich in den nordafrikanischen Ländern sich anguckt, dann stehen die überhaupt nicht schlecht da. Und sie waren in der Zeit von Ben Ali sicherlich auch die führenden Ärzte. Und viele Libyer haben sich in Tunesien operieren lassen. Aber für den Bereich der Kinderversorgung ist da ein Riesenaufgabenfeld für uns. Mhm. Um Leute auszubilden, die dann eben kompetent auch diese kleinen Kinder versorgen können, die bei uns eine gute Lebensqualität, Überlebenschancen haben, dort hinten aber nur fraglich gerettet werden können. Und in diesem Bereich, denke ich, ist eine ganze Menge zu machen. Wir haben jetzt gerade eben auch die Bilder von dem Ultraschall gesehen. Es ist ja, Sie haben es auch selber eingangs gesagt, vieles hängt davon ab, ob man eine Krankheit überhaupt diagnostizieren kann. Genau. Und wie funktioniert das derzeit dort? Also die Geschichte, die ich dort erfahren habe, bei dem Besuch einer großen Geburtsklinik mit über 14.000 Geburten pro Jahr, war für mich niederschmetternd in Bezug auf die tatsächlich gesehenen Fälle von herzkranken Kindern. Es wurde mir mitgeteilt, dass das ja sehr viele seien. Die würden etwa 4, 5 Kinder pro Monat mit Herzfehler sehen. Das passt aber nicht. Wir müssten viel, viel mehr sehen. Das heißt also, viele, viele von diesen Kindern werden möglicherweise nicht entdeckt, obwohl sie schwere Herzfehler haben, die man heute operieren könnte, die man behandeln könnte mit einer Perspektive für die Kinder, die dann ein praktisch normales Leben anschließend haben. Das heißt, Kinder, die dort mit einem Herzfehler auf die Welt kommen, werden möglicherweise sterben, weil man es nicht erkennt. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, das passiert ja auch aus vielen Teilen der Welt, kranke Kinder nach Deutschland zu holen und sich hier zu behandeln. Könnte man das nicht noch mehr ausweiten? Wäre das nicht auch eine Chance, das einfach größer zu organisieren? Der tunesische Staat wirft unglaublich viel Geld in genau diese Hilfsmaßnahmen. Und das ist erschreckend zu sehen, wie lange schon einzelne Patienten ins Ausland geflogen worden sind. Unter fragwürdigen
technischen Sicherheitsbedingungen. An was denken Sie da? Also was ist da? Also im Flugzeug auf dem Beifahrer sitzen, ein herzkrankes Kind, unmittelbar nach der Geburt irgendwo hinzufliegen, ohne dass da die Standards sind, wie wir sie heute gewohnt sind, wenn Sicherheitsflüge beispielsweise auch mit Brutkasten heute organisiert werden können. Das ist unglaublich. Und diese Kinder dann zu versorgen im Ausland ist für uns technisch möglich. Aber viel sinnvoller ist es doch, dass wir versuchen, mit unseren Mitteln, mit unseren modernen didaktischen Methoden auch denen die Fähigkeiten beizubringen, damit sie vor Ort diese Probleme lösen können. Sie werden unterstützt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, der AAD. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Wie verteilt sich das? Also wir haben jetzt gerade ein Stipendium erhalten für diese Summer School. Das war dieses Treffen, als Daniel auch dabei gewesen ist. Finanziert vom Deutschen Akademischen Austauschdienst zur Sondierung dessen, was die für einen solchen Studiengang brauchen. Wir können nicht hingehen und sagen, nehmt das, nehmt das, nehmt das, sondern es bedarf einfach einer doch sorgfältigen Kommunikation, um sicherzustellen, dass wir nicht denen etwas überstülpen, was dort möglicherweise auch gar nicht realisierbar ist auf lange Zeit. Also ging es in diesem Treffen darum, finanziert, unterstützt durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst, genau zu schauen, was sollte in einen solchen Studiengang hineingebracht werden und wen wollen wir adressieren, sind die mit unseren Lehrmethoden auch einverstanden. Und welche Rückmeldung haben Sie bekommen? Positiv, sehr positiv. Also die Begeisterung ist groß. Man muss sich vorstellen, dass die dort den Frontalunterricht auf der Universität haben. Und da kann Daniel vielleicht auch noch was zu sagen. Dass jetzt geht es anders zu. Also wir haben denen angeboten, wirklich interaktiv dort zu arbeiten und sofort zwischenzufragen. Und selber Initiative zu übernehmen und Dinge anzusprechen. Und ich denke, da kommt eine ganz andere Motivation des Lernens auf. Wie war das Ihrem Erleben nach? Ja, es war interessant. Wir haben uns ja auch die Krankenhäuser angeguckt mit den Studenten und wurden herzlich begrüßt von den Oberärzten oder Chefärzten. Und wenn man dann in so einen Dialog tritt, dann fällt das schon auf, dass die tunesischen Studenten sich eher zurückhalten und sehr gerade stehen. Und man als deutscher Student sehr viel offener auch mit das Gespräch mit den Professoren sucht, was einfach hier natürlicher ist, also der natürliche Umgang miteinander. Wahrscheinlich ist der Respekt dort auch noch viel größer, den man gegenüber Ärzten hat, als das hier der Fall ist. Das mag ein Grund sein, natürlich. Deutsche Ärzte haben ja einen sehr guten Ruf im Ausland. Können Sie davon bei Ihrer Arbeit profitieren? Ja, wir haben als Deutsche sowieso einen guten Ruf in Nordafrika. Das ist aber für Ärzte noch umso mehr. Wir haben ein wirklich gutes Gesundheitssystem. Je weiter wir weggehen von Deutschland, desto strahlender ist eigentlich das, was wir hier haben. Auch wenn das hier nicht unbedingt immer so diskutiert wird. Und wir sind dort herzlichst empfangen worden. Und unser Know-how, was wir darüber bringen, ist eben typischerweise mit dem Marker Made in Germany dann behaftet. Und die erwarten von uns auch, dass wir da sehr sorgfältig sind, dass wir auch in unseren Dingen einfach versuchen, diesen Perfektionismus, der uns manchmal ja auch ein Hindernis ist, dann rüberzubringen. Was ich auch beeindruckend finde an Ihrer Arbeit, ist Ihre Motivation. Also warum machen Sie diese Mühe? Sie werden wahrscheinlich da einen Teil Ihres Urlaubes auch zur Verfügung stellen. Warum machen Sie das? Also im Prinzip ist es so, wir haben einerseits den unmittelbaren positiven Effekt, als Arzt eben Dinge zu regeln, die einfach notwendig sind. Es gibt andere, die das nicht machen möchten. Gut, aber das ist jetzt in unserem Falle anders. Die zweite Motivation ist aber eine langfristige. Wir haben in Deutschland einen katastrophalen Ärztemangel vor uns. Die ersten Spitzen erkennt man, aber das ist die berühmte Spitze des Eisberges. Wir könnten uns vorstellen, dass wir mit Hilfe von Organisationen wie dem Deutschen Akademischen Austauschdienst in die Lage versetzt werden, dass wir im Rollover kurzzeitig Leute von denen in unser System mit reinholen, denen in der Facharztausbildung entsprechend Kenntnisse vermitteln, um sie dann wieder zurück in die Heimat zu schicken, damit sie als Multiplikatoren dort tätig werden und das, was wir sie hier einweihen, dort drüben dann weiter vermitteln. Das heißt, langfristig soll es dann auch nicht einen Brain Drain geben, sondern es soll tatsächlich ein Austausch stattfinden. Da sind Gewinner überall am Tisch. Also diese typische Win-Win-Situation kann ich mir da vorstellen. Und wie ist es bei Ihnen? Sie sind jetzt angehender Arzt und haben jetzt diese Arbeit auch in Tunesien kennengelernt. Wie hat Sie das verändert? Ja, einfach ein bisschen, also diese praktische Ausbildung hat mich sehr begeistert da und das würde ich gerne halt auch noch ein bisschen mehr mitnehmen. Also was heißt das? Ja, die Studenten sind sehr, sehr viel eingebunden einfach in den klinischen Alltag und sehr, das ist in vielen Ländern der Fall und das würde ich gerne für mich auch finden oder noch weiterfinden, vielleicht auch in einem anderen Land. Hat das was mit Ihrem Selbstverständnis als Arzt in diesem Beruf verändert? Ja, klar. Also es ist einfach ein anderes Gefühl der Hilfeleistung, ein anderes Gefühl des Gebrauchtwerdens, also als vielleicht auch in Deutschland im Moment. Und das würden Sie gerne ausbauen?
Das würde ich für mich gerne ausbauen, ja. Herzlichen Dank, dass Sie hier unsere Gäste gewesen sind, hier bei unserem Phoenix-Thema. Ärzte helfen weltweit.